So, hallo. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück. So, ich habe mir Gedanken gemacht. Noch nicht, wie ich das hier weiterbaue, aber ich habe mir ein bisschen was gelesen. Birken kann man anpflanzen. Also wenn Birken sind, kann man sie anpflanzen. Man muss nur das Glück haben, wie auch bei den anderen, dass die Seeds halt droppen. Also, wissen wir, was wir zu tun haben. Und zwar... Fällen, Fällen, Fällen. Hi, Wilhelm. Ferkel. Dicker Fehler. Großer Fehler. Ein Ferkel haben wir jetzt bekommen. Das ist uns so schade. Egal, eins ist besser als keins. So. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, klar, es ist zufällig. Es können, aber welche droppen? Es wird sehr selten sein. Weil sie halt mit das beste Holz liefern. Würde mich halt mal freuen, mal so einen zu bekommen. Weil Edelholz, wie es schon heißt, mit einer der besten Hölzer hier ist. Aua, den wir brauchen können. Das Glück ist uns leider nicht Holz. Aber davon lassen wir sie abhalten. Die müssen wir gleich wieder übertreiben, ne? Guckst du dich an. Kommt her. Was? Komm. Mädels, ich kann euch auch erschießen. Gar kein Problem. Habt ihr scheinbar vergessen. Na? Da. Da können wir dann mal neu pflanzen. Palisaden. Ja, lol, das kann man auch machen. Das ist gut zu wissen. Dann können wir wenigstens ein bisschen Stein sparen, obwohl das eigentlich Bullshit ist, einen Stein zu sparen. Aber gut zu wissen. Dann machen wir aber trotzdem... Echt jetzt? Gut, dann gehen wir auch mal schnell kurz unsere Spitzhacke... unsere Spitzhacke, genau, unsere Axt reparieren. Und im gleichen Zug können wir dann einmal mal kurz hier einen unserer Steinhaufen mal wegmachen und uns die Steine schnappen.
du mich verarschen? Hat er es nicht genommen, weil ich zu viel Gewicht dabei habe gerade sowas? Stimmt dir nicht? Gut, hier, bitte, so. Glücklich? Mann. Stimmt denn mit ihm nicht? So, gib mal her, ein gutes Stück. Aber das Ding dabei ist, es spart uns halt so unglaublich viel Holz. Wir können es ja auf einer gewissen Höhe ja einfach offen lassen. So, das ist das Problem. Nur halt, dass wir eine grobe Struktur haben. Okay, deswegen ist das Holz, was aber voll okay ist. Hier haben wir halt dann, ja, einen größeren Steinwall. Da muss man erstmal rüberkommen. Ja. So, warte mal, dich wollen wir auch noch weg haben. So. Ich find's gut, also ich finde das gut. Am Anfang habe ich gedacht, ah, kann sich scheiße aussehen, aber nee, ich find's gut. Wir können das Ding ja immer weiter erweitern, so. Das wäre also nicht das Problem. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen, dass wir das vielleicht so aufbauen. Ich meine so anbauen, dass wir da genug Kartone aussieht, wie als wenn da eine steinerner Hang extra gebaut wurde dafür. Und wir können es ja dann trotzdem so weit bauen, dass wir es halt immer erweitern können, ne? Ich würde es halt gern schon ein bisschen offen lassen, so. Obwohl. Wenigstens so weit, dass es ein bisschen Wasser geht, ne? Dass wir da Schutz haben. Alles nicht so einfach, tatsächlich. Entscheidungen, die nicht so einfach sind. Wo ich nicht wüsste, ob ich sie so haben wollen würde. Eigentlich will ich sie ja schon so haben.
So kann man es natürlich auch regeln. Ganz einfach. Ganz einfach und ungeniert. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da ging. Achso. Er rastet aber halt sofort da ein und das soll er ja eigentlich ja nicht. Okay, damit kann ich schon eher leben. Nein, halt. 7. Achso, wegen der fehlenden Werkbank. Sein. Oh, es kann nicht wahr sein. Obwohl, nie kommen die das mit da. Das sieht doch ganz schick aus. Nur solche Steine hier, wie die hier, die können wir wegmachen. Los. Gebt mir euer Stein! Und ich nenne euch Rammstein! Ich bin ja da ganz ungeniert und töte euch. Ganz ehrlich, wer braucht schon ein Graben voll Wasser, wenn du einfach die natürlichen Gegebenheiten nutzen kannst? So wie da. Ganz einfach. Kann ja hier gucken, ob man dann das nicht einfach ganz normal wieder auf Standardhöhe bringt, ne? So. Sieht auch gleich wieder viel schöner aus. Das muss auch mal sein. So eine schicke Modernisierung und so. Warte. So, damit kann ich schon nicht mehr leben. Das ist schon besser. Und so. So verschönert man seinen Garten. Ich find's gut.
Ach, warte mal, nee. So. So. Wir müssen jetzt zwei von denen zuerst bauen. Na. Kann man damit so gut leben? Ja, kann man. Und das Schöne ist, die Felsen da vorne können wir dann wenigstens als natürliche Grenze nutzen. Was natürlich wieder ganz geil ist. Ach, jetzt hätten wir wieder das Holz. Man kann aber sagen, was man möchte. Hey, wir haben jetzt schon mal eine gute Befestigung. Mit großen Aushang dafür vielleicht noch wirklich groß weiterzubauen. Manchmal muss ich echt aufpassen bei den Aufnahmen, vor allem bei den Aufnahmen, dass ich nicht zu entspanne. Weil ich dann irgendwann nicht mehr reden will. Nicht mehr rede. Und das ist natürlich eine Sache, die wir eigentlich vermeiden wollen, ne? Denn das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Kann ich aber selbst mal sagen. Hier! Jetzt wird davor sagen, was ich zu tun zu lassen habe. Ich sollte da vorne mal weitermachen. Damit die hier so ständig mehr reinkommen. Klar, ich glaube, die fühlen sich automatisch ein bisschen angezogen, wenn man da, also wenn man irgendwo ist, dass sie da hinkommen. Was ja auch voll okay ist. Wie lange haben wir jetzt? Ah, da haben wir noch Platz. Aber. Aber wäre trotzdem schön, wenn es hier so weit zu. So, das gehen wir noch mit. Dann nehmen wir die Steine noch mit. Das ist ja fabulös, dass ihr hier seid. Die Frage, wollen wir hier auch noch ein... Wollen wir hier auch noch ein Tor bauen? Warum eigentlich nicht, ne? Also spricht ja an sich ja erstmal nichts gegen. Ich
Frage, wie weit wollen wir die Palisade bauen? Nee, ich will das untere Teil haben. Oh, ich bin noch zu hoch. Aber ich glaube, das ist doch eine ganz gute Ausgangslage. So können wir uns auch noch wie so ein bisschen ausbreiten, wenn wir Lust dazu haben. Wie viel Holz haben wir noch? Oh, gut abgepasst. In dem Moment nicht falsch machen. Jetzt habe ich wieder genervt gefragt, oh, warum geht's nicht weiter? Was soll die Scheiße? Guck mal, passt doch sogar gleich. Die Axt ist auch durch. Komm, wir legen uns mal hin und dann, wenn wir ausgeschlafen haben, werden wir einfach Axt reparieren und wir werden Holzdinger und dann machen wir die Palisaden zu. Machen wir unsere Festung zu erstmal. So dass nur von einer Seite noch was kommen kann und zwar von da. Naja, ist nur Edelholz hier drin, naja. Okay. Ich habe das Gefühl, als wenn da was rumläuft, was da nicht rumlaufen soll. Nee, war nur ein falsches Gefühl, okay. Natürlich hat er nicht die Moment dann gesehen. Genau in dem Moment, weißt du? Genau in dem Moment, wo wir hier lang kommen. Gib mir einen Kiefer, Ding, weil es zieht und so. Ja, danke, Kieferzapfen. Aber nur einen, ne? Weil Tanzapfen haben wir nicht bekommen. Sehr schön.
Ich glaube, das sollte reichen, dass wir die Palisade wenigstens hier, soweit es geht, fertig machen können. Geil! Wir haben einen gefunden! Unsere Gebete wurden erhört. Da! Ich glaube, spätestens jetzt wird auf jeden Fall wahrscheinlich des Öfteren mal einer droppen. Brauchen wir den Stein hier noch? Und das dann fertig zu machen. Also, so weit reinbauen zu können, dass wir mehr bauen können. Gib mir mal das untere Teil, bitte, wenn es geht. Danke. Gib mir Stein! Was? Nein! Scheiße. Egal. Ich glaube, damit haben wir erstmal ein bisschen Ruhe vor diesen Scheißigern. Oh, what do you mean? Ja. Fände ich gut. Fände ich sehr gut. Ich
Verschönern wir das Ganze nur noch ein bisschen. So, dass es nicht ganz so auffällt, dass es alles doch ein bisschen sehr künstlich hingebaut wurde. Finde ich gut. Das nenne ich mal eine Umzäunung. Also hier wird so schnell keiner mehr reinkommen. Da wird so schnell keiner mehr reinkommen, sagte er. Was haben wir denn noch? Ich kann es vielleicht sogar auf dieser Seite sogar noch so weit wenigstens bringen. Ich weiß nicht, probieren wir es mal aus. Ich nehme mal die da drüben. Meine Uhr sagt, ich muss was trinken. Okay. Dann sollte ich gleich mal was trinken. Denn ihr wisst doch, wir sind alle KI gesteuert. Sonst passiert Armageddon und so. Das wäre es echt, wenn das wirklich so wäre. Dann würde ich mich bei meinem KI-Mitarbeiter erstmal beschweren, mein KI-Leiter erstmal beschweren, was die Scheiße soll. So, weil mir Holz fehlt. Oh. Das ist natürlich doof. Aber ich habe gehört, die haben zufällig einen privaten Wald, den wir jetzt abroden können. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Obwohl. Gut, hat sich ja gerade erledigt. Die Sache ist die, in der nächsten Folge können wir dann endlich doch mal tatsächlich das Kochhaus fertigstellen. Und vielleicht das erste Schiffchen bauen. Obwohl, da würde ich tatsächlich vorher einen Steg bauen wollen. Au! Das hat wehgetan, ihr Bastarde! Und schauen wir mal, was da oben eigentlich abgeht. Na, Mädels? Wildschwein, Wilhelm, Wildschwein,
Wilhelmine. Und alles ist weg. Das ist der Wahnsinn. Ihr fresst wie die Säule. Du benötigst mir Platz zum Wachsen? Okay. Kriegst du. Nee. Manchmal sind die Standard im Weg. Da müssen sie ja weg. Das ist doch schon mal etwas, womit wir arbeiten können hier, mit dem bisschen Holz, was wir da haben. Was ist denn los hier? Das hat ihn ja gerade so unentspannt, nur weil ein Reh rumläuft oder was? Nee, hier ist ein Ferkel. Aber schön, wir haben. Hier ist ein Reh gespawnt. Das ist cool. In unserem privaten Wald ist gerade ein Reh gespawnt. Damit, finde ich, kann man doch arbeiten. Damit kann man wirklich arbeiten. Was bräuchten wir hier denn für 3 Bronze? Zehn Kupfer. Wie viele Kupfer haben wir? Wir haben ja mehr als nur Kupfer. Und Edelholz. Das sollte reichen. Die halt wären halt super. Alles nicht so einfach, ich sag's euch. Alles nicht so einfach. Behalten wir einfach mal sowas erstmal. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Hirsch, was? Hirsch, ein Topf? Das gerade richtig gesehen. Hirsch, ein Topf. Ah,
Ach, Hirschfleischsoße. Hirsch, ein Topf, doch richtig. So zartes Fleisch, das ist auseinanderfällt. Gibt ordentlich. Gibt ordentlich Dings. Das ist auch nicht schlecht. Hackfleischsoße. Boah, das ist nicht auch super. Und das ist klar auch gut, es gibt halt gute Ausdauer. Aber dafür brauchen wir halt um einiges mehr an. Da brauchen wir tatsächlich einiges mehr an Karotten. Mann, was ist denn gerade los? Gerade so einen richtigen. Keine Ahnung. Ich bin gerade einfach so gaga im Kopf. Mann, das nervt mich. Gut. Das machen wir noch. Wir werden uns diesen wunderschönen Bogen bauen. 10 davon. 10 davon. Und was war das? 2 hiervon. Es war schön mit dir. Habe ich eine Truhe, wo ich das gerade reinwerfen kann? Nee, ne? Verdammt. Habe ich hier noch was rumfliegen? Nee. Haben wir holztechnisch drin noch was rumfliegen? Ja. Ausgemusterte Sachen und so. Können wir sowas rein. Und sowas. Doro, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann endlich mal um das Kochhaus, damit das schon mal gebaut ist. An sich schon mal gebaut ist. Und dann werden wir uns danach einfach nochmal Gedanken machen, wie es dann anderweitig weitergeht. Ja, hört sich nach einem Plan an. Ich lege mich hin. Und bedanke mich damit herzlich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.